Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und Leute, erinnert ihr euch noch an diese Perspektive? Ich habe hier einfach schon ewig kein YouTube-Video mehr gefilmt. Aber heute ist es soweit. Ich habe die viralsten Drogerieprodukte geshoppt. Und um die alle zu bekommen, bin ich in 5 Drogerien gefahren. Und die werden wir jetzt in diesem Video ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und schauen. Oh mein Gott, Mikro! Auf jeden Fall, Leute, schreibt mir auch in die Kommentare, welchen Hintergrund ihr am besten findet. Weil diese 3 hätten wir zur Auswahl. Oder kommentiert einfach, wenn es immer ein anderer sein soll. Auf jeden Fall hat es auch einen Sinn, warum ich hier so ungeschminkt sitze. Denn sehr viele Produkte kommen aus dem Bereich dekorative Kosmetik, den wir uns heute widmen werden. Und ich bekomme einfach diese Verpackung nicht auf. Für erstes Produkt, diese Foundation hier, die aufgetragen aussehen soll, als hätte man so einen Blur-Filter drauf, also einen Weichzeichner. Hat ganze 10,95 € gekostet. Ich mit meinem Marketingherz hasse es ja wirklich wie die Pest, wenn Produkte irgendwo bei 10,95 € liegen. Ich hätte alles bei der Produktentwicklung da reingesetzt, irgendwie auf 9,95 € zu kommen, weil für mich macht es so psychologisch voll den Unterschied, ob ein Produkt 9,95 € kostet oder 10,95 €. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so crazy für mich. Naja, tragen wir es mal auf. Die Farbe passt mir tatsächlich ganz gut. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, ich habe eine zu dunkle gegriffen. Also ich habe extra keinen Primer drunter getan, weil ich wollte wirklich schauen, wie die Foundation alleine performt. Und ich persönlich glaube, dass meine Haut zu trocken für die ist. Ich glaube, die würde auf einer öligeren Haut schon nochmal besser performen. Aber sie ist auf jeden Fall ihre 10,95 € wert. Auf den ersten Blick ganz cool. Würde ich aber persönlich nicht bei sehr trockener Haut empfehlen, da die Foundation ein sehr mattes Finish hat. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit diesem Concealer hier, der total gehypt wurde auf TikTok. Deswegen, Leute, ich bin so gespannt. Ich habe Wochen gewartet, bis ich den irgendwann mal in einer Drogerie entdeckt habe. Und es ist nicht die korrekte Farbe. Ich hätte eigentlich gerne eine hellere gehabt. Das ist jetzt der Farbton 030. Ich wäre eher so der Typ 010, 020 bei Concealern. Aber ich dachte mir, dann ist er vielleicht ganz gut, um Pickel abzudecken etc. Und ich kann ihn trotzdem mal als Concealer testen, denn ich bin in ein paar Tagen im Urlaub. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich gerade im Urlaub. Ich bin tatsächlich mit Ellie und Laura im Urlaub. Das heißt, schaut sehr gerne meine Stories vorbei, dann seht ihr, was wir genau jetzt in diesem Moment machen. Und übrigens, schaut auch sehr gerne mal auf Threads vorbei. Ich habe jetzt einen Threads-Account. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Threads. Also diese neue App, die so ein bisschen ist wie Twitter bzw. X. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal auf meinem Account vorbeischauen würdet. Ihr findet mich immer überall unter XLater. Deswegen, ja. Gönnt euch. Und ich höre jetzt mal auf, Werbung zu machen für meine anderen Accounts. Und wir machen jetzt weiter mit dem Concealer. Ich habe hier noch so coole Schwämme, um den Concealer einzuarbeiten. So, ich habe überall Katzenhaare, Freunde. Richtig schlimm. Meine Erwartungen sind so hoch an diesen Concealer, dass ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr erfüllen kann. Okay, Farbe ist viel zu dunkel. Aber wie gesagt, ich fliege in die Sonne. Ansonsten, ich habe auch echt gerade ganz gut Pickel am Start. So ein paar Äderchen. Die können wir ja damit abdecken. Preislich lagen wir hier bei 2,95 €. Habt ihr wahrscheinlich schon eingeblendet gesehen. Also das ist natürlich wirklich ein sehr guter Preis, wenn dieser Concealer performt. Deswegen, ich fange mal an, den einzuarbeiten. Oh, er dunkelt schon nach. Oh nein. Ich hasse Concealer, die nachdunkeln. Oh mein Gott, er dunkelt richtig krass nach. Könnt ihr das erkennen, wie jetzt schon dieser Fleck hier oben viel dunkler ist? Ich habe ja noch nicht mal irgendwie richtig lange gewartet mit dem Einarbeiten. Ich habe nur kurz einen Kassenzettel in die Hand genommen. Und da sind schon 2 Nuancen Unterschied. Oh mein Gott, nein. Okay, unterm Auge fällt er sich jetzt erstmal ganz gut. Aber viele Concealer sehen 30 Sekunden nach dem Auftragen noch gut aus. Deswegen halt mal nicht zu krass. Ja, schon ein bisschen schöner als normalerweise. Okay, also für 2,95 €, krass. Wenn ihr den mal in eurer Farbe seht, dann könnt ihr euch den mal anschauen. Mich stört auf jeden Fall sehr, dass er nachdunkelt. Concealerfarben sind einfach immer so ein sensibles Thema. Und wenn das Produkt dann einfach noch seine Nuance verändert, nervt mich das übertrieben. Dennoch verhält es sich sehr schön unterm Auge. Ich hoffe, das bleibt so. Denn meine untere Augenpartie ist auf jeden Fall eine Problempartie, weil ich einfach schon seitdem ich 4 bin, so richtig krasse Augenfalten habe. Also wenn ich lache und mir damit mein Wangenfett hochpresse, entsteht einfach instant eine richtig tiefe Falte. Und da setze ich dann natürlich auch wahnsinnig gerne Concealer ab. Also erster Eindruck gut, vor allem für den Preis. Und ich werde ihn auf jeden Fall nochmal kaufen, wenn ich ihn dann mal in meiner Farbe erwische. Und hoffen, dass ich im Urlaub gut braun werde, damit ich den hier aufbrauchen kann. Dann hätten wir hier einmal dieses Produkt. Und zwar ist das ein Maxi Lip Chili Pepper Lip Plumper. Ich weiß nicht genau, wie man ihn bezeichnen soll. Der soll anscheinend richtig performen. Deswegen, Freunde der Sonne, ich bin ultra gespannt, wie der sich jetzt hier machen wird. Packaging finde ich schon mal sehr süß. Ich mag dieses hellrosa. Den Farbton finde ich auch sehr schön. Gab es auch in verschiedenen Varianten. Und wir tragen den jetzt direkt mal auf. Und ich bin sehr gespannt. Erster Wisch auf den Lippen. Ich merke jetzt erstmal nichts. Außer, dass es sich vielleicht frisch anfühlt. Okay, jetzt fängt es langsam an zu kribbeln.
schmeckt tatsächlich scharf. Auf der Zunge merke ich es viel krasser als auf den Lippen, was ein bisschen wild ist. Ich hatte auf jeden Fall schon mal Lip-Plumping-Produkte, die viel krasser auf den Lippen so getiggelt haben, was ja auch manche als unangenehm empfinden. Vielleicht wurde hier extra darauf geachtet, dass er nicht so krank auf den Lippen rumtiggelt. Ich finde es auf jeden Fall angenehm. Aktuell sehe ich jetzt noch nicht so einen krassen Volumenunterschied, bin ich euch ehrlich. Aber er kostet auch 10,95 Euro. Deswegen habe ich auch wirklich hohe Erwartungen. 20 Minuten später. Man muss natürlich auch sagen, dass ich grundsätzlich in diesem Video an jedes Produkt ultra hohe Erwartungen habe, weil das alle Produkte sind, die eben momentan im Hype sind und ich deswegen halt auch davon ausgehe, dass sie irgendwie besonders, besonders gut sein müssen. Und deswegen möchte ich natürlich halt auch wirklich herausfinden, ob sie ihr Geld wert sind und ob die Masse und Menge sie shoppen sollte. Wüsste ich jetzt nicht, dass es ein Hype-Produkt ist, hätte ich wahrscheinlich direkt gesagt, oh ja, ist cool, weil die Farbe ist cool, der Auftrag ist cool. Es tickelt nicht zu krass auf den Lippen, also man merkt es schon, ne, aber ist jetzt nicht so... Es ist absolut erträglich. Ich finde nämlich, bei manchen Lipglossen eskaliert das auch und es ist dann so unangenehm. Und das empfinde ich noch als sehr angenehm auf den Lippen. Und ich sehe auch einen kleinen Volumenunterschied. Aber weil das eben so ein krankes Hype-Produkt ist, hätte ich einfach gedacht, dass der Unterschied noch krasser ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr jetzt so das vorher nachher seht? Es ist ein Unterschied, keine Frage. Aber aufgrund des Hypes hätte ich gedacht, dass ich vom Stuhl falle. Übrigens als Tipp auch an alle Content-Creator zum Beispiel, all die ganze Musik, die ihr hier in diesem Video hört, ist AI-generiert. Ich habe nämlich einen neuen AI-Musikgenerator und zwar ist der von Filmora, von Wondershare. Und das Besondere ist, dass man die auch kommerziell nutzen kann. Das heißt, falls es hier gerade jemand sieht, der zum Beispiel auch Content-Creator ist und ihr eben auch eure Inhalte monetarisieren möchtet und ihr dafür Musik braucht, die man eben auch kommerziell nutzen darf, dann könnt ihr euch sehr gerne mal dieses AI-Musik-Tool anschauen. Packe ich da mal einen Link in die Infobox oder wenn ihr zum Beispiel Influencer seid und nach der perfekten Background-Music für eure Workout-Videos sucht oder für eure Vlogs, dann wäre das auch etwas. Denn neu hinzugekommen sind zum Beispiel mehr als 30 Genres und mehr als 40 Themen. Und ihr könnt auch neue Anpassungen treffen bei den Einstellungen, wie zum Beispiel Energie oder Tempo. Und so könnt ihr dann eben als Benutzer genau die Musik generieren lassen, die ihr in dem Moment braucht und verwenden möchtet bei euren Inhalten. Ich blende euch hier mal ein kleines Beispiel ein von Musikstücken, die ich eben darüber generiert habe. Also ja, als kleiner Tipp für zwischendurch, wie gesagt, ihr findet alle weiteren Infos dazu in der Infobox. Okay, wir testen jetzt dieses Produkt hier. Und zwar ist es ein Parfum Body Spray. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, man darf ja nicht mehr das Wort Dupe hier verwenden. Deswegen möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass das hier ein Dupe dazu ist. No. Was ich allerdings testen möchte, ist, weil es manche im Internet behaupten, ob das hier geruchstechnische Ähnlichkeit dazu hat. Falls ihr diesen Duft hier nicht kennt, den hatte Jonas mir irgendwann mal geschenkt. Der ist mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht, wenn man mal ehrlich ist. Der heißt Baccarat Rouge. Ich habe es wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen. Und es ist ein... Es war mal ein sehr einzigartiger Duft. Mittlerweile tragen ihn aber wirklich extrem viele, zumindest ich in Köln in der Innenstadt. Ich rieche den super oft. Vor allem immer, wenn ich bei Zara bin, ich rieche irgendein Girl, das diesen Duft drauf hat. Nicht wertend gemeint, ich meine damit einfach nur, man riecht ihn sehr oft. Er hat einen großen Hype, der Hype ist jetzt schon vorbei, man riecht ihn trotzdem immer noch. Ich persönlich mag ihn aber wahnsinnig gerne. Ich kenne tatsächlich auch so ein, zwei Personen, die diesen Duft hier als Signature-Duft für sich hatten, vor dem Hype schon. Ich mochte den schon immer, ich habe ihn mir aber nie geholt. Weil irgendwie, ich wollte auch nicht den Duft von dieser Person nachmachen, weil der war damals einfach noch so einzigartig, aber mittlerweile... hat sich da ja so das Blatt gewendet. Auf jeden Fall sehr schöner Duft. Ich würde ihn eher auf der schweren Seite sehen, der aber auch sehr attraktiv ist, meiner Meinung nach. Und jetzt schauen wir uns mal das hier an. Das Produkt soll angeblich ein kleines bisschen inspiriert davon sein. Das ist momentan sehr im Hype. Das war tatsächlich auch das allerletzte im Regal. Und es ist einfach schon angebrochen und benutzt und der ganze Deckel ist nass und siffig. Finde ich gar nicht cool. Ich sehe es immer wieder, dass Leute einfach im DM Produkte austesten, die keine Tester sind und sie dann zurück ins Regal stellen. Einfach uncool. Okay. Oh. Nee. Boah, ich hab's mir im Ohr gesprüht. Hä? Meine Erwartungen waren schon wieder so hoch. Nein! Wer behauptet bitte, dass das so riechen soll? Müsste ich grundsätzlich Düfte in so 6 Oberkategorien einteilen, wären sie wahrscheinlich in derselben gelandet. Aber näher sehe ich da auch nicht die Ähnlichkeit. Das hier riecht für mich wahnsinnig krass nach Gebäck. Ich würde hier, auch wenn man es mittlerweile rechtlich gar nicht darf, aber das ist weit entfernt von einem Dupe. Also, wenn ihr das wollt, dann holt euch nicht das, sondern dann das. Aus irgendeinem Grund erinnert es mich komplett an Kuchen. Damit meine ich nicht, dass der Duft total süß ist, aber... der gibt mir so Streuselkuchen-Vibes aus irgendeinem Grund. Wir machen weiter mit diesem Produkt hier. Und zwar ist es von Ella, der Brand von Pamela Reif. Und zwar ist das das
Quickfix Baby Haarwachs. Tatsächlich gibt es die Brand ja noch gar nicht so lange im DM. Und ein paar Produkte sind tatsächlich auch schon im Ausverkauf. Unter anderem das hier, was mich super verwundert hat, weil einfach dieses Baby Haarwachs so gut passt zu all diesen ganzen Sleek-Frisuren, die momentan im absoluten Trend sind. Beziehungsweise die einfach schon seit 1,5-2 Jahren im Trend sind. Auf jeden Fall, wir werden das hier so ausprobieren. Mein erstes Produkt von ihrer Brand tatsächlich. Oh, dieses Haarband saß echt ein bisschen zu eng auf den Ohren. Oh, das riecht lecker. Ich würde es am liebsten essen wollen. Viel weicher, als ich gedacht hätte. Zwischen den Fingern verreiben. Boah, warum riecht das so lecker, Freunde? Das wusste ich gar nicht. Ich muss meinen Scheitel erstmal wieder vernünftig neu ziehen. 2000 Jahre später. Also es fixiert auf jeden Fall die Haare. Allerdings brauche ich dafür eine Menge, die höher ist als das, was mir lieb wäre. Denn diese höhere Menge hat dann gleichzeitig auch den Side-Effekt, dass die Haare dadurch ein bisschen fettig-strähnig aussehen und gleichzeitig auch das Produkt leicht sichtbar ist. Also wie ihr seht, seht ihr da jetzt weniger fliegende Haare, aber ihr seht auch ein bisschen fettig aussehende Haare. Es ersetzt auf jeden Fall nicht mein Aloe Gel, was ich normalerweise verwende. Kann ich euch hier auch mal einblenden und in der Infobox verlinken. Finde ich persönlich am allerbesten für solche Sleek-Frisuren. Und kennt ihr das, wenn ihr schon so ein Produkt habt, was für euch so komplett nahtlos in allem performt, dann lässt man sich davon auch nicht so schnell abbringen. Auch das nächste Produkt, was wir jetzt testen, bin ich so wahnsinnig gespannt. Und zwar ist es einfach diese pinke Mascara. Ich habe die auf TikTok gesehen und ich war so, oh mein Gott, ich muss sie haben. Und Leute, es gab sie direkt in dem ersten DM, in dem ich war. Die gibt es auch nochmal in blau etc. Und ich muss sagen, es würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Farbe in die Drogerie bekommen, ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Und wenn es wirklich nächstes Jahr einen riesengroßen Hype geben würde um bunte Mascaras, Leute, ich wäre da so dabei. Deswegen, ich würde jeden dazu ermutigen, auch mal ein bisschen Farbe aufs Auge auszuprobieren. Und wir werden dann jetzt mal diese Mascara testen. Ich finde tatsächlich blau ums Auge deutlich schöner. Ich habe aber auch blaue Mascara. Deswegen wollte ich mir jetzt nicht einfach nochmal eine neue blaue Mascara holen. Deswegen ist jetzt die pinke geworden. Aber pink finde ich tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil es... also ich hatte meine Augenentzündung und da hatte ich auch diese Farbtöne ums Auge. Aber wir schauen uns das jetzt an. Meine Wimpern sind so gerade, da passiert gar nichts ohne Wimpernzange. Ich trage es mal auf. Oh! Das Pink ist auf jeden Fall deckend. Oha! Oh mein Gott. Okay. Das ist normalerweise meine unteren Wimpern zu tuschen, aber... heute machen wir das. Also die Mascara an sich finde ich cool. Die gibt super viel Pigment und Farbe ab. Ich finde allerdings, dass das Pink mir einfach gar nicht steht. Was denkt ihr dazu? Nee, das steht mir einfach nicht, ne? Krass, ne? Gar nicht. Schade. Ich habe Lila sehr richtig krass aus mit meiner Augenfarbe. Mit meiner Augenfarbe dann so eine fette lila Mascara. Ho, das wäre krank. By the way, den Drink, den ich in meinem Video gesehen habe, den habe ich selber gemacht. Und zwar mit den Trinksirups von Julian. Der hat ja eine neue Brand rausgebracht. Und das hier ist die Sorte, ich glaube Cherry Lemon oder so heißt sie. Und die anderen beiden Sorten habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber ich dachte mir, ich nehme den Produkttest doch dann direkt hier mal in dem Video mit. Denn heute kamen die neuen Sorten bei mir an. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das Ganze nochmal gemeinsam und schauen mal, ob es mir schmeckt und was mir schmeckt. Also Cherry Lemon fand ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber das wusste ich eigentlich direkt schon vom Namen der Sorte. Also da bin ich kompletter Fan von. Dann haben wir hier noch diese Sorte. Und zwar Peach Passion Fruit. Kann ich mir auch noch vorstellen, dass ich da ein Fan von bin. Und schon ist der Drink fertig. Und dann habe ich auch noch die Sorte Pink Grapefruit. Okay, schauen wir mal. Da kommt tatsächlich sehr viel Passion Fruit raus. Ich hätte gedacht, das würde eher so 0815 Peach-mäßig schmecken, aber top für mich aber nicht. Cherry Lemon. Hoffentlich heißt die Sorte überhaupt Cherry Lemon. Ich möchte sie die ganze Zeit so nennen, aber Jonas hat einfach das ganze Etikett abgerissen vorhin. Jetzt bin ich mal richtig gespannt auf Grapefruit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das schmeckt, aber gut. Viel erfrischender, als ich gedacht hätte. Der kombiniert so einem Wodka wäre schon cool im Sommer. Fragen wir mal Jonas. Du hast jetzt eine Aufgabe und zwar du hast drei Getränke, die du einfach nur ranken sollst, okay? Mhm. Gut. Das hier ist das erste. Oh Mann. Sie sind dir zu süß? Ja. Okay, das ist die zweite. Du kannst auch den Strohhalm nutzen, Jonas. Der sticht sich gerade fast ein Auge aus, weil er nicht den Strohhalm nutzen will. Das schmeckt anders. Dann war das Durchsichtige, das war dann die Eins. Das ist für dich die Eins? Ja. Das war mir auf Platz 3. Das Gelbe ist 2 und das in dem Mund ist 3.
Das ist genau das Gegenteil von meinem Ranking. Ja, aber ich habe recht. Das war übrigens mein erstes Video 2024. Deswegen frohes Neues an dieser Stelle auch nochmal. Fällt mir natürlich als letztes ein. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!